Herzlich willkommen unter unserer Kuppel. Wir sind heute hier im Strandbad von Litschau, Herrensee, und uns führt hierher eine Tour, wo wir heute schon den vierte Kuppel-Event, Kuppelgespräch haben, nämlich die Care-Tour, also das Thema Pflege und sorgende Gemeinschaften ist sozusagen die Klammer schon von vier Gesprächen. Wir werden nächste Woche noch eines in Graz haben. Und der Ort, der Raum, in dem wir uns hier befinden, diese Kuppel, die tourt insgesamt drei Kuppeln, ein Wiener Verein, das ist die IG Eurovision, und ein deutscher Verein, Democracy International. Wir haben dieses Projekt gestartet, European Public Sphere, europäische Öffentlichkeit. Wir wollen zu gesellschaftlichen Themen mit den Menschen in ganz Europa ins Gespräch kommen, zu verschiedenen Themen. Und heute sind wir eben hier zu dem Thema Pflege. Gesund durch Gemeinschaft ist das Thema des Tages. Und ich begrüße sozusagen unsere Partnerorganisationen. Wir machen diese Gespräche immer mit Partnern gemeinsam. In diesem Fall ist es das Open Innovation Center in Science und der Fonds Gesundes Österreich, mit dem wir die Kuppelgespräche. Und vielleicht sagt ihr beiden, Laura und Lisa, ja, auch etwas zu unserer ganzen Tour, die wir machen. Und dann gebe ich gleich dann noch nachher weiter an die Doris Maurer, von die jetzt hier speziell das Projekt Care for Caregivers, da geht es um pflegende Angehörige, und an den Herrn Bürgermeister, der uns jetzt auch gleich noch begrüßen wird. Also herzlich willkommen, und Laura, vielleicht sagst du noch was zu dem Projekt. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin eben von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und wir machen gemeinsam mit der European Public Sphere diese Kuppelgespräche und diese Care-Tour, weil wir gemeinsam mit dem Fonds Gesundes Österreich und der Gesundheit Österreich ein Projekt machen, wo wir Praxisprojekte gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und eben Bürgerinnen unterstützen und fördern, die zum Thema Caring Community, also sorgende Gemeinschaft, arbeiten. Und in dieser Kooperation fördern und unterstützen, also begleiten wir eben fünf Projekte. Eins davon ist das Projekt von der Doris. Und uns ging es darum, so ein bisschen, oder bei uns geht es am Center auch ganz stark darum, wie können Wissenschaftlerinnen und eben Bürgerinnen und Projekte, die in der Praxis unterwegs sind, wie können die gemeinsam gut arbeiten? Und wir machen da oft eben Webinare und eben auch Trainings. Genau. Und bei dem jetzigen Impact Lab geht es uns ganz stark um die Frage, wie können wir eine sorgende Gemeinschaft irgendwie stärken? Wie können wir das Thema Pflege, also die Verantwortungen, die damit einhergehen, auch gesellschaftlich angehen? Also das sind eben keine rein privaten oder individuellen oder Familienthemen nur, sondern die gehen uns alle was an. Und deswegen wollen wir eben mit euch und eben mit eben verschiedenen Leuten, die heute vielleicht auch noch dazukommen, zu diesen Themen ins Gespräch kommen. Genau, ich gebe jetzt hier. Ja, hallo auch von mir. Ich bin die Lisa und bin eben vom Fonds Gesundes Österreich da. Wir sind ein Geschäftsbereich von der Gesundheit Österreich und ich beschäftige mich dort mit Zukunftsthemen der Gesundheitsförderung und in diesem Rahmen eben auch gemeinsam mit der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft begleiten wir Projekte eben wie Care for Caregivers, die sich mit gesundheitsfördernden, sorgenden Gemeinschaften beschäftigen und wie diese Gemeinschaften gefördert werden können, wie Sorge, Sorgearbeit, Sorgebeziehungen gedacht werden können, dass sie auch gesund zu unserem gesunden Leben beitragen. Genau. Ja, Doris und Herr Bürgermeister, wer mag zuerst? Sind immer schlau, wenn mein Chef zuerst trinkt. Ja, es geht. Also Günter Schalko, Bürgermeister von Litschau. Ja, herzlich willkommen. nicht ganz. Bürgermeister der Marktgemeinde Eisgern. Gut, das sind in meiner Funktion, okay. Care for Caregivers, Trägerverein heißt okay. Miteinander, da bin ich Obmann. Es ist ein Zusammenschluss von sechs Gemeinden in diesem Projekt, von der Kleinregion Waldviertel Nord, die dieses Projekt betreiben. Entstanden eigentlich oder... Anstoßgeber war ein laufendes Projekt, das ist Nachbarschaftshilfe Plus, das diese Gemeinden umsetzen, mit Doris Maurer umsetzen als Projektleitung. Da geht es um Vermittlung von Ehrenamtsdiensten
und habe es dann spannend gefunden, sowas wissenschaftlich begleitet anzusehen, Care for Caregivers, dieser Ansatz. Einmal so hinzusehen, nicht nur die jetzt, ich will aber dir nicht vorgreifen, ein bisschen greife ich da schon vor, oh ja, nicht nur die zu Pflegenden zu betrachten, sondern auch die Angehörigen. Wie schaut es dort aus, die Sorgetragenden? Wo kommen die hin? Wie verhalten sie Menschen, die jemanden zu pflegen haben? Und da gibt es ganz individuelle, ganz unterschiedliche Ereignisse, die zutreffen und dann wieder andere Sachen, die symptomatisch sind. Wie verhält sie die in der Gesellschaft? Zieht sie die aus Vereinen zurück? Wie verhält sich überhaupt der Verein dann mit solchen Leuten? Wenn irgendein Vereinsmitglied was passiert, der ist wieder zu pflegen. Oder er pflegt jemanden. Zu pflegen ist meistens dann eh sehr gut versorgt oder mehr oder weniger halt. Und das anzusehen und da vielleicht irgendwelche Regulative zu finden, herauszufinden, wie kann man mit was umgehen, das ist eigentlich mein Ansporn, mein Antrieb dazu, um das Ganze, um das Miteinander zu fördern. Miteinander ist übrigens der Name des Vereins, des Trägervereins und mittlerweile Programm. Übrigens hier in Litschau, in der nördlichsten Stadt Österreichs und Kleinregion Waldviertel Nord, ist da sehr innovativ in diesen Sache. Ja, also die Zuordnung des Bürgermeisters war ein bisschen daneben, aber sonst vielen herzlichen Dank. Und Doris Maurer, bitte. Ja. Ja, ich sollte kurz sagen, um was es geht bei Care for Caregivers. Und die Anna und ich haben uns vorhin schon sehr nett unterhalten und haben auch das ganze Projekt reflektieren dürfen. Und da ist mir eigentlich bewusst worden, dass das, was du auch beim Kickoff gesagt hast, um was geht es bei Care for Caregivers, dass wir es schaffen, dass die Leute miteinander reden und nicht übereinander reden. Wir haben es in sehr vielen Gemeinden, in der Stadt vielleicht weniger, aber wahrscheinlich auch, wenn sich die Leute kennen, dass man sehr gern über jemanden spricht. Aber wirklich hinzugehen und zu sagen, hey, wie geht's da? Und das ehrlich zu meinen, das ist eine große Hürde. Erstens, dass man es anspricht und dann aber auch, dass man ehrlich antwortet. Na, geht eh. Passt eh, ist eh alles gut. Und bei Care for Caregivers schauen wir uns einfach unterschiedliche Räume an, eben eh schon Vereine, aber genauso auch öffentliche Räume wie ein Kaffeehaus, halb öffentliche Räume wie Masseur, Friseur. Wo können die Sorge weiter transportieren? Wie können die auch Menschen ansprechen und sagen, hörst du, ich habe gehört, da ist das und das passiert bei dir, du weißt eh, dort und dort gibt es Unterstützung. Einfach das Ermutigen, Dinge anzusprechen und nicht über Dinge zu sprechen. Ja, vielen herzlichen Dank für diese ersten Inputs. Wir gehen gleich weiter. Ich möchte gern einmal in der Runde weitergehen, damit alle, die hier sind, sich auch am Gespräch beteiligen können. Wir haben zwei Mikros, wie Sie sehen. Wenn wir dann nachher einmal die Runde fertig gemacht haben, ist es eben auch so, dass wir dann ganz lebendig uns gegenseitig schauen, wer hat das Mikro, wer will es gerne. Also das ist ganz praktisch mit den zwei Mikros, die wir haben. Eins geht links rum, eins rechts rum. Und Sie haben gesehen, wir filmen diese Gespräche. Das ist auch eine Idee von European Public Sphere, dass wir eigentlich solche Zukunftsbausteine ein bisschen sammeln wollen und das auch dokumentieren wollen. Ja, das Überthema, das spezifische Projekt und das Thema Gesund durch Gemeinschaft. Was wäre so ein erster Gedanke, den man dazu haben kann? Ein erster kurzer Input hier in der Runde. Wer mag vielleicht beginnen und dann machen wir einfach, Anna, magst du beginnen, Anna? Einfach, dass wir jetzt mal eine erste Runde machen mit kurzen, prägnanten Inputs und nachher können wir ja ganz lebendig ins Gespräch gehen. Was bedeutet Gesundheit in Gemeinschaft, was bedeutet es spezifisch mit dem Thema Pflege, Angehörige, Gemeinschaft, Vereine, eingebunden sein in ein Gemeinschaftsleben in einer Gemeinde oder in einem Stadtteil? Ich weiß gerade so gut, entschuldige. Ja, bitte. Da, ganz einen kurzen Satz dazu. Die Pharmaindustrie kümmert sich um deine Krankheit, davon lebt sie. Um deine Gesundheit musst du dich selbst kümmern. Davon lebst du. Na super, gut. Das war der Abschluss. Das war das Schlusswort. Vielen Dank für die schöne Runde. Das würde ich diskutiert haben. Sehr gut, ja. Nein, das ist wunderbar. Also Anna. Ich würde
Nachdem ich von Nachbarschaftshilfe Plus da jetzt schon einige Erfahrungen sammeln habe dürfen, würde ich sagen, dass Gesundheit durch ein gesundes Netzwerk funktioniert und für Gesundheit auch dann länger bestehen bleibt, wenn man eben ein Netzwerk hat, auf das man sich verlassen kann und wo man mehr wertschätzend miteinander umgeht. Also was bei mir als erstes irgendwie in den Kopf kommt, ist, ich habe dabei sein dürfen bei der Gründung quasi der gesunden Kleinregion Waldviertel Nord. Und bei mir ist jetzt gerade eine andere Ebene im Kopf, nämlich die politische Ebene, die Gemeindeebene, wo einfach sie gesagt hat, dass es auch da ein Miteinander geben muss und dass da ganz viele tolle Sachen draus entstehen können, eben wie diese gesunde Kleinregion, wo man jetzt Angebote vernetzen, Gesundheitsangebote vernetzen. Und ja, das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass das bei uns in der Kleinregion so möglich ist und ja, Gemeinschaft, Vernetzung wäre so mein. Darf ich Ihnen das geben? Dann nehme ich das mit wieder. Dankeschön. Ja, also zur Gesundheit. Das geht schon. Ja, also Gesundheit ist sowieso das höchste Gut, wo eigentlich ich bei mir selber anfangen muss. Und natürlich, es ist ein Geschenk, wenn wirklich das Umfeld, wenn man zusammenhält. Aber man muss schon selber auch viel auf sich schauen und einfach immer wieder wahrnehmen, was sagt mir mein Körper. Und das geht nicht so einfach. Ich bin gesund und ich brauche keine Medikamente. Wenn ich krank bin, dann brauche ich was. Und wenn ich gesund bin, brauche ich nichts. Und wenn ich nur ein bisschen krank bin, dann kann ich mir mit Naturmitteln und alles Möglichen helfen. Und dann kann ich auf meinen Körper hören. Aber es gibt Sachen, wo wir sehr dankbar sind, auch über den Fortschritt und über die viele Entwicklung, was da passiert. Wo sehr viele Menschen auch dann noch wirklich gut leben können. Und gern leben. Es lebt da jeder gern. Ich auch. Ja, Günther Wanke. Ich möchte ganz gerne ein bisschen näher darauf eingehen, wie wir helfen können zu einer gesunden Gemeinschaft. Und es geht auch ums Vernetzen. Das heißt also, jeder, der interessiert ist und in einer Gemeinschaft arbeitet, die für andere sorgt. So zum Beispiel ich bin Leiter des Lungenfibroseforums Austria. Da geht es um eine krankheitsbezogene Gemeinschaft. Die arbeiten österreichweit. Und ich halte und glaube, es ist auch nötig, dass man die Werkzeuge, mit denen man versucht, selber zu arbeiten, auch mit anderen teilt und darüber einen Austausch hat. Zum Beispiel, was wir also sehr erfolgreich empfunden haben, das sind diese monatlichen Sure-Fixes. Nachdem wir in Österreich arbeiten, funktioniert das über Zoom-Meetings und das stärkt die Menschen. Es gibt Austausch, es gibt wissenschaftlichen Input durch Fachkräfte, Forscher, und so haben wir eine Gemeinschaft, mit der wir vorwiegend Informationsaustausch, aber natürlich auch Austausch über die Krankheit an sich und über neueste Erkenntnisse. Ja. Danke. Ja, Gesundheit und Gemeinschaft. Es sind jetzt schon von mehreren Personen ist angesprochen worden, die guten sozialen Beziehungen, die Netzwerke, das Gemeinschaftliche, steckt da schon im Begriff drin, das vielleicht braucht, um auch gesundheitsfördernd zu wirken. Ich würde das dann aber auch nochmal ans Weiterdenken. Gesundheit und Gesellschaft oder Gesundheit und Gemeinschaft hängt vielleicht auch stark mit dem zusammen, wie wir mit der Natur, mit dem Klima, mit der Umwelt umgehen. Weil ohne ein gesundes, natürliches Umfeld, ist ja da herrlich, da in dieser Region, in dieser Landschaft, ist vielleicht auch keine gesunde Gemeinschaft möglich. Das heißt, dieses Thema Gesundheit, Gemeinschaft und Gesellschaft auch als ein eminent politisches Thema zu betrachten und nicht nur aus einer persönlichen Perspektive. Aber ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussion. Danke, dass ich teilnehmen darf.
Ja, also für mich, ich glaube halt auch, dass es für die Gesundheit wichtig ist, wenn man immer Unterstützung hat, so wie es eben die Nachbarschaftshilfe ist, dass man einfach, ja, weiß, es ist wer da, wenn man wen braucht und dass man nicht Angst haben muss, weil dann, es tragt sich ja dabei, was im Kopf halt für einen, mit einem vorgeht. Ja, Gemeinschaft und ja, in der Pflege ist es besonders wichtig, weil wenn man alleine da steht, dann ist es gleich aus, da kann man nicht lang. Und ich weiß es aus persönlicher Erfahrung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht, dass mehrere Ebenen gibt, beziehungsweise mehrere Institutionen, an die man sich wenden kann, dass man, wenn eine wegbricht, nicht alleine da steht. Ja, vielen Dank für diese erste Runde. Die letzte Wortmeldung hat für mich so ein bisschen jetzt die Brücke geschlagen zu diesen beiden Themen, die wir heute haben. Wir haben pflegende Angehörige. Sie haben gesagt, wenn sozusagen auch die Belastung, die damit einhergeht, wir haben einen Pflegenotstand, nicht nur in Österreich, ist ein Riesenthema. Und das zweite Thema, gesund durch Gemeinschaft, wo man dann überhaupt schon mal vielleicht vieles an Pflegenotwendigkeit vermeiden kann, wenn es erst gar nicht so weit kommt, weil wir in guten, gesunden Strukturen leben oder wie du vorher gesagt hast, wenn man krank ist, braucht man Medikamente oder braucht eben Pflege. Wenn man gesund bleibt, bleibt man selbstständig, bleibt man auch für sich selbst, kann selbst für sich Verantwortung übernehmen oder kann eben aus der Gemeinschaft heraus auch besser getragen werden. Das, glaube ich, ist so ein bisschen der Zusammenhang. Und vielleicht können wir das auch so, diesen Zusammenhang noch ein bisschen mehr befragen oder was es da auch für Erfahrungen gibt, was es da für Best-Practice-Beispiele gibt oder was auch immer in der Runde dazu. Ja? Ich muss da jetzt leider widersprechen, aber vielleicht widersprechen. Naja, ich weiß es noch nicht. Und zwar, natürlich, wenn man gesund ist, dann kann man sich in die Gemeinschaft einbringen. Das ist lässig. Aber die Gemeinschaft ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man überhaupt gesund bleibt. Und das ist, okay. Na, dann sind wir eh. Dann hast du den Rückzieher schon gemacht. Nein, dass man gesund bleibt und dass man damit sozusagen schon mal einen Großteil dieses Pflegenotstands bewältigt, weil sie gar nicht erst anfällt sozusagen, weil man in der sozialen Struktur aufgehoben ist und gesund bleiben kann. Ja. Ne? Und das Schöne an Gesundheit ist, dass man nie damit aufhören kann. Also sprich, ich kann immer was tun, damit mein Zustand, wie auch immer auf der Gesundheitsskala sich der befindet, dass ich immer was machen kann, dass er zumindest so bleibt oder besser wird in sehr vielen Fällen. Und da sind wir dann bei den pflegenden Angehörigen, wo ich schauen muss, wenn ich halt eine permanente Überlastung habe, das schaffst du auf Dauer nicht. Und da müssen wir ganz genau hinschauen und uns überlegen, wie können wir die unterstützen. Und dann gibt es immer diese Selbsthilfegruppen, die echt gut sind. Nur es ist eine Zeit, wo ich investieren muss, eine Zeit, 1,5-2 Stunden, wenn man heute bei uns irgendwo hinfährt, wo die Frage ist, habe ich die? Oder wird es zu einer zusätzlichen Belastung? Ab wann wären gesellschaftliche Verpflichtungen, die ja so gesundheitsförderlich sind, oder Austausch zu einer Belastung? Und wenn ich unter Stress bin und dann sagt man nur, wer, du, ein bisschen Gesellschaft hat da jetzt nicht schaden und tauscht die aus und ein Kaffee mit einer Freundin und ein nettes Gespräch, das war jetzt wirklich wichtig, weil das tat da gut. Und dann denke ich mir, ja, wenn die 1,5 Stunden, wo ich mit der quatsch, habe ich eigentlich 3 Sachen erledigt. Dann wird es knuffig. Wenn ich eh schon voll unter Strom stehe, wie kann ich dann eigentlich nur Gesellschaft, Freundschaften aufrechterhalten? Und irgendwann denken sich dann die Freundinnen, eh lieb, aber möchtest du halt, wenn du wieder Zeit hast. Und dann ist es gleich einmal vorbei mit dem Netzwerk. Du holst das dann eh wieder. Ja, also einfach. Bitte. Nein, ich halte ihm das. Nein, das geht nicht, das kann sich jeder selber halten. Ja, das ist jetzt noch ein dritter Aspekt eigentlich, den du jetzt reinbringst. Zu dem Gesundheit, Pflege und dass die Menschen, die dann auch in der Pflegesituation sind, trotzdem nicht aus dem sozialen Leben ausgeschlossen sind. Sowohl die pflegenden Menschen als auch die gepflegten Menschen
wie bleiben die in der Gemeinschaft? Ne? Genau, der Herr Bürgermeister hat die Vereine angesprochen, wie sich nicht selbst einschließen, aber auch wie kommt einem das entgegen? Ne? Von sehr spannend, ja. Ich denke, es geht wahrscheinlich darum, dass man nicht alleine dasteht, sondern dass Probleme auf mehreren Schultern aufgeteilt werden, damit dann diese Person auch Self-Care betreiben kann und auch die Möglichkeit hat, sich nicht nur um jemanden anderen zu kümmern, sondern auch um sich selbst. Und wenn man da einfach schaut, dass man breit aufgestellt ist, diese Möglichkeit eben dann noch da ist, dass man sich auch um sich selbst kümmert und mit einer Freundin auf einen Kaffee geht oder in die Therme fährt. Ja, das kann man leicht sagen. Wie geht das? Ja, das welche Struktur kannst du uns da anbieten? Da sind wir gerade dabei. Okay. Das ist spannend. Ja. Ja, ich schließe mich da an. Ich habe mir gedacht, ihr habt ja auch schon so viel jetzt Erfahrung gesammelt. Mich hätte jetzt auch so, es müssen ja nicht schon fertige Strukturen sein, aber wo wären da so die Ansätze? Oder wo man vielleicht schon so beobachtet hat, ja, das kommt gut an oder das ist eine gute Unterstützung. Das Beispiel, was ich jetzt sage, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Schritt zurück. Kann man aber auf einige Sachen umlegen, wo auch mein Ansatzpunkt ist, und zwar grundsätzlich die Frage, wie komme ich vom Wissen ins Tun? Ich weiß, was gesund ist. Ich weiß, dass Bewegung gesund ist, eine gesunde Ernährung und alles Mögliche. Alles weiß ich. Machen, tun. Ja, ich bin kein Kostverächter, sagen wir so. Kurze Geschichte über unser Projekt Nachbarschaftshilfe Plus. Haben wir eine Tarockierrunde installiert, ist aus der Gruppe gekommen, wir würden gerne tarockieren. Okay, das ist einmal das eine, das ist diese Aktion. Und war dann auf Besuch bei der Tarockierrunde und dort ist was aufgegangen, und das umzulegen auf alle Bereiche, pflegend oder nicht. Ist es so, ich komme hin, Tarockierrunde, sehr erfolgreich, 12 Leute, 3 Partien, 3x4 sind 12, 2 Kibitze dabei, und das Beste war das, es war eine Ortsbewohnerin von dort dabei, steht der Rollator vor der Tür. Und das muss man machen, die Dame kenne, dement, einigermaßen fortgeschritten, sie kann aber noch Karten spielen, alles. Wie bringe ich die Dame, und immer dann die ist umgekehrt gefragt, wie bringe ich die Dame dazu, dass sie Bewegung macht? Spazieren gehen. Die sagt, ich kann nicht gescheit gehen mit dem Rollator, das interessiert mich nicht, wo soll ich denn Spaziergang hingehen? Gedächtnistraining. Was soll man machen? Ein Bücher lesen? Oder gibt es verschiedene Methodiken und so weiter und so fort? Das funktioniert alles nicht. Aber tarockieren spielen geht es gern. Und da gehst du den Weg vor Arbeit, das sind ungefähr doch 500 Meter, was gehen muss, mit dem Rollator, und das gar nicht langsam mal sagen lassen, mit dem Rollator runter, weil da kann ich tarockieren. Und dann ist dort, und ich kann die Karten nicht halten, weil halt die Finger, die Motorik auch schon immer ganz beieinander ist. Dann gibt es Kartenhalter, da steckst du die Karten auf, die tarockiert das runter wie ein Einser. Beim Zöhn muss ich wieder helfen, weil das hat es mittlerweile vergessen gehabt. Aber in der Situation kann es gut machen. Und das ist das vom über eine andere Methodik ins Tun kommen. Wie gesagt, mit der kann ich spazieren gehen, die kann ich anbieten, was ich will. Das wird nicht fruchten. Und der kann ich Gedächtnistraining anbieten, das wird nicht fruchten. Aber genau das ist die Sache, wo die Krankheit, wie du zuerst gesagt hast, möglicherweise aussetzt hat, verzögern kann, rückgängig machen kann. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber und das ist solche Methoden, und das würde man gerne auch in Vereinen anschauen, darum auch dieser, oder meine Intention dazu, verschiedene solche Events über ganz andere machen, unterschwellig, ich will nicht sagen, jetzt kurz waldfällisch, hinterrucks was Gutes zu tun. Das wäre der Ansatz dabei, was mich da so interessiert, auch in dem Projekt so interessiert. Wie bringe Sachen, die von der Gruppe kommen, das haben wir einfach gemacht, ob das Tarockieren ist, ob das Stricken ist, ob das was auch ist, ist ja vollkommen egal, was die Leute interessiert gerade in dem Moment, in der Region, und das kann ich überall kopieren, das kann ich in die Stadt bringen, das kann ich aufs Land bringen, ist ganz egal. Die Stadt ziehe ich dann in der Hinsicht Care for Caregivers immer als Grätzl. Die Stadt als Gesamtes wären wir nicht daheim. Aber in der Stadt gibt es halt viele, viele, viele kleine Dörfer. Und somit kann ich das auch in der Stadt kopieren, in irgendeiner Weise, mein Ansatz dazu. Das ist das vom
Wissen ins Tun kommen, über ganz andere Methodiken, ohne dass man es selber mitkriegt. Auf Ihre Frage nur kurz hin, wie schafft man das? Kann jetzt vielleicht ein bisschen von mir erzählen. Ich versuche halt dann Dinge zu verbinden. Ich habe eine Freundin und mit der bin ich immer walken gegangen. Und ja, die Arbeit wird mehr und irgendwie hat sich das ein bisschen aufgehört. Aber was wir beide gern machen, wir essen beide gern Kartoffeln. Jetzt haben wir miteinander einen Kartoffelacker gemacht und machen halt dort miteinander, weil wir es sowieso machen müssen. Das haben wir 2-3 Jahre gemacht. Jetzt hat sich der Kartoffelacker auch schon aufgehört. Aber das ist so ein bisschen die Überlegung. Und wenn ich bügeln tue, schaue ich, dass ich mit irgendwem telefoniere, einfach in Kontakt zu bleiben und zu kommen. Also irgendwo zu schauen, was muss ich sowieso machen und wie kann ich das vielleicht gemeinsam machen. Mit jemandem gemeinsam. Und jetzt weiß ich halt oft nicht, wer genau zu dem Zeitpunkt, wo ich bügelt, auch bügelt. Aber da, das wäre so ein bisschen die Überlegung vom Projekt. Und das, was auch ganz gut zu dem, wie mache ich das, wie schaffe ich das, passt, ist eben über das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus zum Beispiel, oder es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten der Vernetzung. Wenn ich jetzt berufstätig bin und meine Mutter regelmäßig Unterstützung braucht, dann kann ich meine Mutter mit einer ganz lieben Ehrenamtlichen von Nachbarschaftshilfe Plus einkaufen gehen lassen. Da ist mir dann auch geholfen. Oder es kommt jemand und geht mit meiner Mutter spazieren, damit ihr nicht so langweilig ist, damit ich nicht am Nachmittag bei ihr sitze. Und diese Ehrenamtlichen machen das auch noch dazu wirklich gerne. Und wenn man sich da eben vernetzt und miteinander an einem Strang zieht, dann kann man sich schon auch unter die Arme greifen und helfen. Wollen Sie noch, war eine bestimmte Erfahrung hinter Ihrer Frage? Nein, also im Moment habe ich keine Fragen dazu, aber ich denke noch nach und melde mich dann zur gegebenen Zeit. Sehr gut, ja. Ja, wer hat dazu noch was beizusteuern zu diesen Fragen? Also wir haben ja so ein mehrere Ebenen, das gesund bleiben, dass wenn man dann in die Pflege kommt, kann man immer noch was tun für die Gesundheit, dann wie bleiben die Menschen gesellschaftlich eingebunden, ist auch ein Aspekt wiederum für seelische Gesundheit, wie sind die pflegenden Angehörigen dann mit eingebunden in ihre sozialen Bezüge. Wir hatten ein Thema noch, das auch in die Runde kam, das größere gesellschaftliche Thema, wie gehen wir in Zukunft, wie bleibt in Zukunft sozusagen dieses Gemeinschaftsleben angesichts der Herausforderungen von Klimakrise und so weiter erhalten, auch noch ein Thema. Ein bisschen ist mir auch die Frage aufgekommen bei dem, was du jetzt gesagt hast, die machen das auch gern, ja, gemeinnützige Arbeit, ehrenamtliche Arbeit ist ganz wichtig, aber was darf sozusagen dabei nicht vergessen werden als gesamtgesellschaftliche Verpflichtung, sind alles verschiedene Ebenen, vielleicht ist da jetzt in der Runde noch irgendetwas, was man aus diesem ganzen vielschichtigen... Wie meinst du... wegen dem, zum Beispiel jetzt bei Nachbarschaftshilfe Plus ist es schon so, dass man jederzeit Nein sagen kann, dass es eben auch eine Koordinatorin abstimmt, die weiß, wann man kann, was man machen möchte und eben die Möglichkeit jederzeit da ist, dass man sagt, das mache ich heute nicht. Ja. Und ich denke, dass es eine gute Sache ist. Also das ist eine gute Sache, dem wollte ich nicht widersprechen, aber ich habe gesagt, es darf nicht dazu kommen, dass es sozusagen die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die wir überhaupt miteinander, füreinander haben, sozusagen nur auf den Schultern derer, die es freiwillig machen wollen, Natürlich. Sondern es muss sozusagen auch einen professionellen Bereich geben, das habe ich eigentlich gemeint. Aber vielleicht ist da noch... Was mir jetzt gedacht habe, jetzt haben wir diese Ideen, dass wir das verknüpfen mit Aufgaben. Was ich nicht weiß, ist, wenn wir wirklich jetzt beginnen zu schauen, okay, wo sind da Möglichkeiten, ist für mich dann schon die Frage, wie geht es Menschen, die wirklich in dieser Situation sind?
Weil das, was wir vorhaben, ist ja nur Theorie. Und wo ich noch ein bisschen Bammel habe, ist, werden es die Menschen dann wirklich annehmen und welchen Zugang werden wir da finden? Also das ist nur so ganz spannend, weil jetzt sind wir nur in der Theorie, aber dann wirklich zu jemandem hingehen und zu sagen, geh komm, du bist zwar total überlastet, Begeln musst sowieso, dann magst du nicht beim Begeln mit wem tratschen. Jetzt als plakatives Beispiel, da bin ich schon gespannt, wie es uns da gehen wird. Richtig schön finde ich trotzdem, dass mal so der Fokus auf quasi die Gesundheit oder das Wohlbefinden von denen, die quasi die Sorge, also die sich um andere sorgen, also schon einmal diese Wertschätzung, dieses irgendwie auch diese Menschen vielleicht ins Zentrum zu rücken und sozusagen wir wissen oder es interessiert uns, wie es euch geht, wir wollen, dass auch ihr nicht so überlastet seid. Und mir ist jetzt ein Beispiel eingefallen, dass ich nur, weil wir das heute in der Früh kurz auch so besprochen haben, dass ich recht nett fand, aus Schottland war das. Dort gibt es so ein Projekt, also da wären so Hotels, da gibt es Hotels, wo pflegende Angehörige ihre zu Pflegenden für zum Beispiel 2 Wochen unterbringen können, um selbst auf Urlaub zu gehen. Weil man muss ja, ich meine, das ist ja eine Dauerbelastung, das ist ja nicht etwas, was man irgendwie, also dann kann man auch nicht auf Urlaub gehen, aber die Leute haben ja, nehme ich an, oft eben auch noch einen Job oder vielleicht eigene Kinder, also wirklich mehrfach Belastungen. Und das wollte ich jetzt nochmal so in die Runde, weil da habe ich mir irgendwie gedacht, das ist interessant, das ist eigentlich ein relativ, also ganz verständliches Bedürfnis, glaube ich, auch mal irgendwie 2 Wochen wegzufahren oder eine Woche oder ein Wochenende Urlaub zu haben und aber die Menschen, die einem nahestehen oder die man eben pflegt, irgendwie gut versorgt zu wissen. Und eigentlich hatte ich, also wo ich davon gehört habe, mir gedacht, relativ einfach. Ja, aber wollte ich nur mal so, das war, fällt mir jetzt so spontan ein, das war auch eine coole Idee. Ja. Also ich kenne das für Kinder und Jugendliche, kenne dieses, das gibt es bei uns auch, aber leider halt nur, glaube ich, bei uns im Waldviertel. Und davon haben wir selber schon profitiert. Für eine Woche kann man dort, kann derjenige in Urlaub sein. Und man selber kann dann halt auch wohin fahren. Also das ist ganz super für diejenigen, die was dort sind. Das wird zum Teil von Spenden finanziert und zum Teil, also Hälfte circa, selber und Hälfte wird durch Spenden finanziert. Da gibt es Gott sei Dank sehr viele Organisationen und viele Musiker oder sonst mal die Konzerte oder was machen und das dann spenden. Ja. Und sowas war wirklich wichtig, eben mehr, nicht nur gerne, was es bei uns ja quasi in die Pflegeheime gibt, diese Kurzzeitpflege, sondern in einem Hotel fühlt sich sicher der, was gepflegt werden muss, auch besser als in einem Pflegeheim. Du hast es mit der gesamtgesellschaftlichen Sache angesprochen. Sicher nicht so einfach. Es wird geredet von den Menschen als homogene Masse. Das ist keine homogene Masse, sehr heterogen, die Menschen. Darum bin ich ein Verfechter von Projekten, von Sachen auszuprobieren, Sachen zu machen, vorzuleben. Wir müssen wegkommen, gesamtgesellschaftlich, wenn wir dort das drängen, von dieser Vollkasko-Mentalität. Wenn irgendwas ist, irgendwer wird mir helfen. Irgendwer. Der macht das schon. Brich mir einen Fuß, gehe ins Krankenhaus, ernähre mich falsch, dann mache ich irgendwo Diät, was auch immer. Und verantwortlich ist immer der andere, immer wer andere. Und es hilft mir immer wer. So eine Vollkasko-Mentalität, auf gut waldförderisch gesagt, ich kann dumm sein wie die Nacht finster, es wird mir immer wer helfen. Auch wenn ich mich jetzt noch in so eine Risikolage beginne. In den Bergen ist ganz plakativ, ich gehe mit Sandalen irgendwo auf und irgendwer rettet mich. Aber genauso haben wir ja, ist ja unsere ganze Gesellschaft geprägt. Also es wundert ja gar nicht, dass irgendwer mit Sandalen aufgeht, weil kann ja nichts passieren. Ist ja gar kein Thema. Und dann in solche Projekte einfach ein paar Menschen von dieser nicht homogenen, sondern heterogenen Masse herauszunehmen und etwas vorzuleben, etwas auszuprobieren, den Nutzen davon zu haben. Und über das dann vielleicht zu kopieren, hey, denen geht es da besser. Wir haben eine ärztliche Versorgung, die ist nicht die beste, Herr Roman. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich bringe mir Ärzte her oder ich schaue, dass die Leute gesunder bleiben. Dass ich gar nicht so fahre. Oder beides. Natürlich, keine Frage. Und ärztliche Versorgung ist unheimlich wichtig. Die moderne Medizin hat sich wirklich, also das ist unbestritten. Das braucht, aber das sollte die Last Mile sein. Die letzte Meile. Nicht die erste. Wenn man es irgendwo zwickt und zwackt, nicht gleich dort, hier und so weiter. Das ist irgendwo
der Ansatz gesamtgesellschaftlich, aber das ist nur sehr, sehr utopisch. Aber dieser Ansatz leuchtet mir total ein, dass man sagt, die letzte Meile und nicht die erste, weil man dreht ja einfach, man zäumt es ja komplett von der falschen Seite auf, wenn ich sozusagen die Menschen erst dann, wenn es schon spät ist, versuche zu pflegen und nicht, wenn es eigentlich darum geht, die Gesundheit zu erhalten. Und die, da spart man sich ja eigentlich das Allermeiste, denke ich. Ja. Ja. Es gibt Bereiche, da wird es gelebt, die wissen das. Ist jetzt vielleicht wert hergeholt. Selbst ich bin Biobauer und habe eigentlich immer relativ gesund, gemischt landwirtschaftliche Betrieb, Mutterkuhhaltung. Nur ein Beispiel davon. Und habe immer sehr gesunden Tierbestand gehabt und so weiter und so fort. Und irgendwann hat es Feigeln angefangen. Dort wäre krank, da wäre krank, Trächtigkeit nicht geblieben und so weiter und so fort. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich hole einen Tierarzt, der Tierarzt kommt vorbei, der hat da was, der zieht das auf, gibt das eine und das passt wieder. Das ist ganz gut. Oder ich schaue mal, was hat sich geändert? Was hat sich in meinem System geändert? Habe ich eine Ernte gehabt, die was vielleicht nicht so super einwandfrei war, witterungsbedingt? Habe irgendwelche Schimmelpilze, habe irgendwas drinnen. Und wenn wir das dann anschauen und dann den ganzen Stall umändert, ich habe es dann mit effektiven Mikrobakterien wieder hingebracht. Ein halbes Jahr hat es gedauert, mittlerweile wieder eine wunderbar gesunde Herde, eine ruhige Herde und das passt wieder. Und das kann man ja auf den Menschen genauso umlegen. Ich kann zum Arzttrainer, wenn ich Kopfweh habe, der gibt mir einen Spritzerl, super, gut. Oder ich habe Rückenweh, der gibt mir Spritzen, wunderbar, ich spiele 14 Tage nichts mehr, in 14 Tagen hole ich mir wieder eine. Oder ich muss halt meine Bewegung umändern. Wie gesagt, es gibt die Bereiche, für andere wissen wir es ja, für einen selber ist aber die Herausforderung. Ja, mich würde jetzt eigentlich noch ein bisschen interessieren, dieser Gegensatz, der jetzt aufgekommen ist. Also die anonyme Masse, hast du gesagt, oder die, ich habe gesagt, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung und die konkrete Verantwortung. Aber muss das ein Widerspruch sein oder wo befinden wir uns eigentlich auf welcher Ebene wiederum richtig? Also wo brauchen wir eine Gesamtgesellschaft bei der Finanzierungsfrage, bei der Einkommensfrage? Wo ist sozusagen das, wo Angehörigenpflege oder auch, du hast eben gesagt, ehrenamtliche Möglichkeiten, wo kommt das eigentlich auch an seine Grenzen, wenn nicht das Zweite dazukommt? Wenn du die Entlastung nicht auch dabei ist, wenn nicht sozusagen aus dem Gesamten heraus die Bedingungen dafür da sind. Also wie kann man das vielleicht nicht als Gegensatz sehen, sondern eigentlich als zwei notwendige Säulen eines gesellschaftlichen und Gemeinschaftslebens? Was sind da Erfahrungen? Das bist du kompetent. Sehr gut. Es geht ja, glaube ich, nicht um Kompetenz, sondern um das, dass man sie einbringt. Ich würde das auf jeden Fall bejahen, was du angedeutet hast und auch was Sie angedeutet haben. Das Projektbezogene. Bitte du. Was du, lieber Herr Bürgermeister, angedeutet hast. So sagt man das doch, glaube ich. Also dieses Projektbezogene, du hast vorher dieses, glaube ich, Wort in den Mund genommen vom, also ins Tun kommen, in die Praxis kommen, ins Aktivwerden kommen, dieses Prinzip irgendwie, das finde ich sehr spannend. Ich habe auch vorher das Vergnügen gehabt, mit zwei Vertreterinnen von diesem Care for Caregivers Projekt von Nachbarschaftshilfe Plus mir ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen zu verstehen, was da dahinter steckt. Und ich sehe das gar nicht als Widerspruch, wenn man sagt, man arbeitet in seiner Region, in seiner Gemeinde, in seiner Nachbarschaft, in seinem Grätzl, das Wort ist vorher schon gefallen, und versucht da ganz niederschwellige Sachen zu bewegen in seinem Umfeld. Gleichzeitig, du, Herr Bürgermeister, hast gesagt, es ist Erfolg-Hasko-Mentalität. Ich finde, man könnte das auch anders versuchen zu denken. Ich kenne die Kritik schon und da ist auch sicher im Kern was dran. Aber man könnte da sagen, es braucht so ein Wort wie ein Recht auf gute Betreuung. Wir haben ja auch ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir haben verschiedene Rechte in der Geschichte uns, glaube ich, erkämpft. Und da müssen wir uns immer wieder erkämpfen. Und das war ja vielleicht in der Sozialpolitik auch ein Schritt, wo man sagt, die Projekte, die sind extrem wichtig. Und die sind übrigens auch ein gesellschaftliches Experimentierfeld, glaube ich. Das wissen wir ja aus der Geschichte der sozialen Bewegungen. Dass, wenn man Neues ausprobiert, irgendwie neue Gedanken, neue Konstellationen entstehen können. Aber gleichzeitig auch niemals diese größere Frage vergessen. Wir haben ja eine riesen Finanzierungslücke in der Pflege. Das ist evident. Das ist ja gar keine Meinung, sondern das ist Fakt. Das kann man nachlesen im Budget des Bundes. Da gibt es auch mega viel sehr deprimierende Prognosen, glaube ich, statistisch, wie sich das entwickeln wird die nächsten 20 Jahre. Das wird uns alle betreffen.
egal ob man jetzt 20 Jahre alt ist oder ob man vielleicht 60 ist und auch in zwei Jahrzehnten mit dem konfrontiert ist, mit Betreuung. Aber ich würde das gar nicht als Widerspruch sehen, das war eigentlich mein Gedanke dazu. Ich würde auch noch was sagen, wenn das Mikro hier schon ist. Noch nicht, passt. Ich wollte nur die Frage stellen. Dann gebe ich dir das wieder zurück. Einfach mal wieder an mich, genau. Ich muss aber auch nicht immer was dazwischen sagen, also Doris, du hast ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, gezuckt zwischendurch. Ich bin bei der Aussage stecken geblieben, ein Recht auf gute Pflege. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, boah, nein, das will ich nicht. Und dann habe ich weitergedacht und habe mir gedacht, was Ähnliches oder einen ähnlichen Prozess haben wir jetzt im Bereich der Kinderbetreuung. Ja. Wo auch am Anfang, also vor vielen Jahren mittlerweile, Tagesbetreuungseinrichtungen aufgebaut und das war sehr, sehr umstritten. Gesellschaftlich umstritten, mit allen Plus und Minus. Und jetzt ist es gekommen in Niederösterreich, ab ein Jahr hat jeder das Kind, glaube ich, recht, vormittag betreut zu werden. Und obwohl es das gibt und obwohl das wahrscheinlich gut ist oder vielleicht, taugt es mir trotzdem nicht, weil wenn ich auf alles immer Recht habe, wo hört dann mein Recht auf? Also was muss ich echt immer, braucht man es wirklich, wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo ich überall sagen muss, ich habe ein Recht darauf. Also da krampft es mich zusammen, wenn ich her, ich habe ein Recht darauf. Das passt nicht. Ich kann es noch nicht genauer titulieren. Es passt nicht. Angebote, dass es nützen kann, ja. Aber ein Recht auf etwas zu haben, ich weiß nicht. Das interessiert mich jetzt nur, weil ich habe, jetzt gibt es die Verwicklung gleich. Die Kabel werden es aushalten. Ich habe da gar nicht so ein negatives Gefühl. Also und jetzt würde mich so interessieren, wie würdest du das vielleicht anders formuliert haben wollen? Oder, weil die Möglichkeit bedeutet ja nur, also ich hätte mit dem Gefühl, ein Recht darauf zu haben, einfach, dass mein Wunsch oder mein Bedürfnis ernst genommen wird, dass ich das... Ja, mein Bedürfnis wird ernst genommen und irgendwer soll sich darum umschauen, dass es erledigt wird. Nein, ich muss mich darum umschauen, jetzt, also in meinem Fall, jetzt muss mich ich darum kümmern, dass ich dann eine gute Pflege habe. Aber nicht, ich habe ein Recht darauf und sobald ich ein Recht darauf habe, muss sich irgendwer darum kümmern, dass dieses Recht in Erfüllung geht. Und der Staat sind wir alle. Und wenn ich dieses Recht durchbringen will, dann muss ich sagen, okay, ein Drittel der ganzen Bevölkerung macht jetzt dann eine Krankenpflegeschule oder eine Betreuungsschule, weil wenn ich das Recht darauf habe, brauche ich Menschen, die das dann auch umsetzen. Also ich muss mir das hinterbei auch durchdenken. Wie kann ich dieses Recht dann auch umsetzen? Und da denke ich mir, nein, das geht konkret. Jetzt komme ich richtig in Fahrt. Ja, es kommt total konträr gegen, ich bin für mich verantwortlich. Wenn ich auf alles ein Recht habe, wo ist dann meine Eigenverantwortung? Ich gehe gleich weiter, weil ich finde das wirklich interessant. Aber ich denke mir, man kann sich halt nicht um alles selbst kümmern. Also wir leben ja deswegen in Gesellschaft. Und ich habe das Gefühl, aber ich hätte eher das Gefühl, dass ein Recht haben darauf, einem ziemlich legitimen Anspruch, Bedürfnis, das ich mit vielen anderen teile, einfach einen Druck erzeugt, damit es dann halt tatsächlich auch wir gemeinsam uns da einigen, dass wir das zur Verfügung stellen werden. Man kann aber auch nicht immer von dem anderen erwarten, dass er sich drum kümmert. Also man muss schon manche Dinge einfach selbst in die Hand nehmen auch. Also dass bei diesem ein Recht auf etwas haben, muss man halt echt aufpassen, dass das dann nicht abgewälzt wird auf den anderen. Ja, das sind doch sehr interessante Positionen, die ja wirklich auch gesellschaftliche Traditionsschulen des Denkens oder Ideologien oder wie auch immer man es nennen will, ich will es jetzt eigentlich sehr wertfrei mal beschreiben, es sind unterschiedliche Ansätze, aber vielleicht finden wir da auch eine Mitte, wenn wir zum Beispiel Recht mal nicht in dem Wort hören, dass wir sagen, ich habe ein Recht, ich habe einen Anspruch, sondern dass wir sagen, wir als Gesellschaft, die wir ja in einer Welt leben, die sozusagen global vernetzt füreinander wirtschaftet, wo wir unsere Bedürfnisse ja gerade nicht mehr dadurch befriedigen, dass wir alles selbst machen, sondern dass wir als wirklich Welt, letztlich Weltgemeinschaft füreinander da sind und dann sind wir
auch letztlich sogar bis in andere Weltgegenden hinein mitverantwortlich. Und natürlich sind wir ganz konkret vor Ort verantwortlich. Es ist beides richtig. Und wenn wir jetzt die Frage so stellen, wie vereinbaren wir uns dann in unseren, Doris, wie vereinbaren wir uns in unseren Rechten und Pflichten miteinander? Und ich finde deinen Vorschlag, den du so gesagt hast, ja, dann müsste ja jeder eine Pflegeschule oder ein Drittel der Bevölkerung eine Pflegeausbildung machen für eine gute Pflege. Ja, vielleicht ist das dann so. Also wenn wir uns sozusagen sagen, ja, was, und vielleicht sind ja auch Menschen da, die, wenn sie die Möglichkeit haben, wenn sie ein Einkommen haben, wenn das nicht bedeutet, dass sie komplett ausgebeutet werden, dass sie dann auch gerne sagen, ich möchte eigentlich, wenn ich meinen Angehörigen pflegen will, auch eine gute Ausbildung haben, dass ich den gut pflegen kann. Ich brauche das eigentlich. Also vielleicht ist das gar nicht dein Vorschlag. Dann müssten doch alle, vielleicht ist der gar nicht so weit weg. Also mal als Gedankenexperiment. Das ist super, damit muss auch vielleicht ein Satz. Aber ich würde das jetzt gar nicht als Gegensatz oder so sehen, sondern es ist ja irgendwie ein Nachdenken über irgendwelche Fragen und wie man das überhaupt thematisieren kann. Weil diese Aussage, die gefallen ist, ja, da habe ich ja ein Recht darauf, da denke ich dann oft so, da gibt es ja wirklich negative Beispiele, wie zum Beispiel, dass in den USA sehr viele Leute sagen, ich habe ein Recht darauf, eine Waffe zu tragen oder so. Das ist ja Unsinn. In Europa würde man, glaube ich, auch nicht so drüber denken. Vielleicht der Begriff des Anspruchs oder so ist dann schon besser. Also man hat einfach auch, man kann sich auch auf die Gesellschaft und auf unseren Staat, das sind natürlich wir alle, darum müssen wir alle drüber reden, darum ist das auch sehr gut, was da passiert. Wir haben alle einen Anspruch zum Beispiel drauf, dass wir eine gute Gesundheitsversorgung haben. Und ich glaube, das Recht haben wir ja in Österreich. Also so, das ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei uns im Gesetz steht, aber wir haben eine flächendeckende Versorgung und irgendwann ist das auch der Arme eingeführt worden und da hat es sicher auch die Debatten gegeben. Aber ich stelle das jetzt einfach als Gedanke in den Raum, weil ich halt das jetzt öfters schon drüber gelesen habe, bei gewissen Initiativen, die sich mit Pflege, mit Sorge, mit Care im weitesten Sinn auseinandersetzen, weil da immer wieder das Recht auf gute Betreuung angesprochen wird. Ich habe das auch noch nicht durchdacht. Ich finde aber den Gedanken nicht unspannend, um es mal so zu sagen. Ich habe mich Gott sei Dank nicht gleich mit. Wie das mit Recht zur Sprache gekommen ist. Wenn irgendwie ein Recht hat oder ein anderer Pflicht, liegt in der Natur der Sache. Wer hat die Pflicht? Und da bin ich natürlich ein bisschen leidgeprüft in meiner Funktion als Bürgermeister. Da ist man grundsätzlich für alles verantwortlich und hat die Pflicht und sowieso und ich habe ein Recht drauf, genau so ist es, da krampft es mir auch zusammen. Sehe ich es sehr, sehr, sehr differenziert, weil wir können nicht alles regulieren. Wir müssen ein Stück weit versuchen, wieder über den Umweg, über irgendeine andere Methodiken, schon die Gesellschaft darauf hinzubringen. Ich habe öfter mal gesagt, und da bin ich auch geredet vor, im Machebereich würde es uns viel besser gehen, ginge es uns schlechter. Wirtschaftlich schlechter, finanziell schlechter. Weil der Zusammenhang ganz anders. Wenn man ein bisschen zurückdenkt, wir haben die Leute nach den Kriegsjahren und so weiter keine finanzielle Versorgung, kein Sozialsystem und. Die haben zusammenhelfen müssen, die haben zusammenrücken müssen. Heute können wir es sich leisten, und das muss man sich echt leisten, so ein System aufrechtzuerhalten. Das ist Vollkasko-Mentalität. Ich habe keinen Schluss drauf, natürlich, aber ich wehre mich mittlerweile dazu, wir sind überreguliert, wir haben nur mehr Rechte, Pflichten will keiner mehr in Anspruch nehmen. Und wenn ich dann Pflichten einklage oder was auch immer, kommt erst nichts aus, außer dass ich ein paar findige Rechtsanwälte gutes Geld verdienen los, sollen sie auch verdienen, aber das System, da bewege ich mich sehr, also da schreibt sie auch alles, wenn irgendwo, da ist jetzt mein Recht dazu und man erlebt es oft hautnah, wenn wer ins Gemeindeamt reinkommt und besteht auf sein Recht, weil das ist irgendwo niedergeschrieben. Okay, und wenn es aber keine Antwort darauf gibt, dann verliert der Kaiser das Recht. Da kann ich nur so viel Recht haben, wenn ich die Pflicht nicht mitdenke. Und das werden wir nicht daheim, dass ich nur Rechte habe. Das geht sich nicht aus. Und dann ist wieder, da sind wir wieder beim gesellschaftlichen Vollkasko-Mentalität. Ein bisschen zurückgehen. Nein, ich wollte nur sagen, bezüglich Recht, wir können natürlich lange über das Recht diskutieren, aber ich würde vorstellen, wir reden darüber, was wird
angeboten, was wir nützen können? Wofür sind wir selber verantwortlich? Und wo können wir zum Beispiel Gemeinschaften bilden, die diese Verantwortung auch auf die einzelnen Mitglieder aufteilen, sodass wir also eine gute Versorgung und gute Unterstützung im eigenen nahen Bereich haben. Also Recht, ja, das Recht ist ja immer der Überbegriff. Nicht? Natürlich, in einem Rechtsstaat muss natürlich für alles Regelungen geben, aber so wie der Herr Bürgermeister sagt, ich fühle mich nicht so in einer Gemeinschaft, wo grundsätzlich alles für mich, also wo alles so versorgt wird, dass ich mir um nichts mehr Sorgen machen muss. Also ich muss schon genau schauen, dass ich einigermaßen mit denen über die Runden komme, dass ich weiß, was kann mir die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wofür muss ich selber kämpfen. Und das ist gut, wenn sich das selber jeder Gedanken macht. Ich meine, ich bin betroffen von einer seltenen Erkrankung, da ist noch einmal ein Stück anders, weil sich da sowieso niemand auskennt, aber und auch rechtmäßig, aufs Recht kann ich mich da nicht berufen. Aber man muss halt die Möglichkeiten ausloben und man muss Verbindungen suchen, Verbündete, um zu schauen, wie können wir die Probleme lösen. Also ich bin einfach für den problemorientierten Ansatz und nicht für den rechtsorientierten Ansatz, weil das geht dann oft ins Unendliche. Und das Ergebnis ist nicht immer so hilfreich, wie wir es immer erwarten. Da schließen wir gleich an. Ja, ich brauche noch nicht viel Pflege machen. Mein Mann ist ja wirklich ein sehr ein Lieber und geduldiger, auch mit seiner Krankheit. Und ich denke, es ist auch wichtig, so das miteinander zu besprechen. Wann machen wir was? Und also wann helfe ich? Wann unterstütze ich? Und wann habe ich meinen Freiraum? Das brauche ich und das fordere ich. Weil ich brauche meine Psychohygiene, muss ich auch pflegen. Und das ist mir so Ihnen da ganz wirklich eingefallen, weil da ist mir das wurscht, ob die Wäsche gebügelt ist oder nicht, oder so gerade ein Erbfeocker ist. Also das muss ich wirklich sagen. Da gehe ich lieber meine Runde, die Anna weiß das, die sieht das jeden Tag. Ich lasse mir das nicht nehmen, aber ich gehe zu dieser Zeit, wo es dann passt. Wo mein Mann sagt, ja, komm weg gut über die Runden und was ich. Und das ist auch harmonisch dann. Nicht? Also ich möchte nicht weggehen, wenn es nicht passt. Aber ich möchte jeden Tag meinen Freiraum haben, auch als Pflegende. Und ich habe einen Beruf gehabt, ich habe 20 Jahre mit psychisch Kranken gearbeitet, als Betreuerin im Wohnbereich und im Werkstättenbereich und so, aber im Wohnbereich war es am spannendsten. Und die Menschen, die haben mir das sehr wohl vorgezeigt. Wo brauchen jetzt Hilfe und wo nicht? Und wo tut man überbetreuen und überstülpen und was ich, der lässt sich das sowieso nicht gefallen. Und da habe ich sehr viel gelernt, hinschauen und wirklich bis ins Kleinste sehen. Und ich denke, und wichtig ist, dass ich selber innerlich stark bleibe. Weil dann kann ich das, was ich mache, auch gern tun und mit Liebe machen. Ich finde das sehr spannend, weil Sie das jetzt so angedeutet haben und angesprochen haben aus einer persönlichen Betroffenheitsperspektive, einfach weil das macht ja dann das Ganze auch greifbarer, wie eine theoretische Diskussion über Rechte und Pflichten. Und also ich würde auch sagen, unsere Gesellschaft funktioniert ja gerade genau nicht so, dass wir haben vielleicht eine Vollkasten-Mentalität, wenn man das so framen will, das ist vielleicht irgendwie in der Debatte, aber real ist ja so, dass über 800.000 Menschen in Österreich betreuende oder pflegende Angehörige sind, in unterschiedlichsten Konstellationen. Young Carers, wo sie jüngere Leute um ältere oder auch 60-Jährige, das ist ja die stark betroffene Gruppe, um ihre Eltern und so weiter. Oder um einen Lebenspartner, um einen Onkel, keine Ahnung.
Und die machen ja das im Wesentlichen eh für sich selber. Und da gibt es einen innerfamiliären Zusammenhang. Nur dann geht es halt schon um das, und das macht ja das Projekt Care for Caregivers oder versucht das anzudenken, diese Unterstützung, dass man sagt, wie können wir dann als Gesellschaft herkommen und denen Unterstützungsstrukturen anbieten, wie auch immer die ausschauen. Da könnte man dann auch wieder sagen, haben diese ein Recht einmal auf einen 2 Wochen Urlaub? Oder vorher ist das Beispiel mit einem Hotel angedeutet worden. Also ich glaube, dass die das gar nicht widerspricht. Ich würde den Widerspruch gar nicht so sehen, sondern das, einfach, das sind einfach unterschiedliche Perspektiven. Das ist immer ganz wichtig, wenn das wer auch aus seiner eigenen Erfahrung sagen kann. Wir reden ja gerne über die Situation, und spannend ist, wenn man das auch selbst erlebt, und umso wertvoller, dass Sie da einen persönlichen Beitrag leisten oder auch bereit dazu sind. Ist ja nicht selbstverständlich, das zu sagen. Ja, natürlich. Es ist schön, wenn dann der Kranke auch mal Urlaub fahren kann und der Pflegende entlastet ist. Aber es darf gar nicht so weit kommen, dass man schon darauf wartet. Ich bin jetzt froh und weiß ich, sondern es sollte irgendwie eine Ausgewogenheit sein. Und ob man das jetzt beruflich macht oder daheim privat pflegend, also meine Einstellung zur Arbeit war halt immer so: geht es mir gut, kann ich gut arbeiten. Vielleicht noch kurz dazwischen, also ich, Florian, du hast jetzt gesagt, es muss kein Widerspruch sein. Ich finde auch, es sollte nicht gleich so in die ganz Extremen auseinanderfallen. Also nicht jedes Recht ist gleich vielleicht eine Vollkasko-Mentalität, und nicht jedes Engagement sozusagen ist sozusagen im Stich gelassen vom Staat. So, oder also, dass man einfach. Es hat beides was ganz Berechtigtes, und wir brauchen das ganz konkrete Engagement von den Menschen, die betroffen sind, die aus den ganz konkreten menschlichen Beziehungen in einer Gemeinschaft wie einem Dorf oder einem Grätzl, das brauchen wir. Und das wurde ja auch am Anfang sehr plastisch geschildert, wie sozusagen auch das wie geht's dir, Fragen, das Wahrnehmen, Austausch, Vernetzung, das ist alles ganz notwendig. Und gleichzeitig leben wir aber in gesellschaftlichen Verhältnissen, wo wir ja ständig darauf angewiesen sind, dass andere und dass aus dem Ganzen heraus etwas unterstützt wird. Und zum Beispiel ist ja die Frage, wenn zum Beispiel pflegende Angehörige brauchen genauso für ihre Bedürfnisse ein Einkommen. Und das sind wir dann schon wieder in größeren Zusammenhängen. Also dieses, es ist eben, wie finden wir sozusagen aus diesen beiden Ansätzen, es muss für alles gesorgt sein und ich bin für mich selbst verantwortlich, wie finden wir da vielleicht auch eine Mitte? Ich war heuriges Jahr am FGÖ-Kongress, ein bisschen einschleimen, und da ist es um Ernährung gegangen, um gesunde Ernährung einerseits und auch um klimaverträgliche Ernährung. Und da ist die Frage gestellt worden, wie privat ist Ernährung? Weil wir wissen, ganz, ganz viele Krankheiten basieren auf einer nicht lässigen Ernährung. Ganz, ganz viel Umweltverschmutzung basiert auf nicht optimalen Produktionsverbindungen, also abgesehen von dir. Also das passt, aber sonst. Und vielleicht hat mich das auch so aufgewühlt, weil ich über das jetzt schon sehr lange nachdenke und ich nicht weiß, ob ich möchte, dass Ernährung reguliert wird, und ich aber nicht weiß, ob ich möchte, dass sie nicht reguliert wird, weil ich weiß, was daraus resultiert. Wie seht ihr das? Jetzt crashe ich das ein bisschen, aber es ist nein, irgendwie super, so super dieser Frage, Unterschied, ja, zwischen was bin ich selbstverantwortlich und was gehört auf eine andere Ebene. Und das und wie wäre sozusagen eine Position, die sozusagen da auch eine Mitte findet zwischen diesen, zu dieser Frage? Ja. Dankeschön. Ich wollte nur sagen, es ist ja evident, dass Leute in unteren sozialen Schichten mit geringen Einkommen sich schlecht ernähren und auch eine geringere Lebenserwartung haben. Und ich meine, das darf man nicht übersehen, dass dort einmal angesetzt werden muss, dass gesunde Nahrung ein Grundrecht ist, die für jeden eigentlich ermöglichbar sein muss. Ja.
Ja, das ist mir dazu auch eingefallen. Und ich sehe da sehr wohl auch eine Verbindung. Leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass gesunde Ernährung, mehr Unterstützung, sei es jetzt bei der Kinderbetreuung, sei es bei der Betreuung von Angehörigen, dass das schon auch immer ein finanzielles Thema ist. Und umso mehr finanzielle Möglichkeiten man da als Familie oder als Person hat, da die Möglichkeiten einfach dann immer besser werden. Und da, glaube ich, sind wir dann wieder bei Grundrechten und Co. Es ist halt schwierig, das zu trennen. Mir ist ein Aspekt eingefallen zu diesem Thema, am Beispiel der Ernährung. Wie privat ist Ernährung? Wie gesellschaftlich relevant ist sie? Und wir lösen ja sozusagen auch, oder wir werden ja auch zunächst einmal, bevor wir es regulieren, wenn wir Recht, das waren ja so ein bisschen zwei Rechtsbegriffe, regulieren oder vereinbaren. Ne? Also wenn wir es nicht gleich regulieren wollen, aber wir als Gemeinschaft vereinbaren, wie wir damit umgehen, das ist ein bisschen ein Unterschied. Und wenn wir aber merken, dass heute ökologisch Gerechtigkeitsfragen den Horizont der kleinen Gemeinschaft längst verlassen haben und wir in viel größeren Zusammenhängen sind. Wenn wir in der kleineren Gemeinschaft leben und wir erleben, da ist einer, der hat super viel Geld und der prasst und der haut sich einen Schnitzel nach dem anderen rein, jetzt bildlich gesprochen, ja, und daneben hungern Menschen, dann wird man vielleicht draufkommen, das wollen wir nicht und wir verbinden uns, weil wir uns sehen gegenseitig und versuchen, etwas zu lösen gemeinsam. Aber wir haben heute diese Probleme auf viel größeren, nur deinen Satz, auf viel, im viel größeren Maßstab. Das heißt, wie kommen wir auch da in die Wahrnehmung von Gerechtigkeiten, ins Gespräch miteinander, in diesen größeren Zusammenhang? Und dann empfinden wir es nicht als Eingriff ins Private, sondern dann ermöglicht sozusagen, dass ich erkenne, ja, ich kann nicht jeden Tag Fleisch essen und wenn wir das alle machen, dann geht sich das global nicht aus. Also wie kommen wir wiederum in eine mittlere Position? Ja, natürlich, es ist alles komplex, darum denke ich mir immer, okay, wie kann ich es einfach runterbrechen? Und wenn ich jetzt sage, okay, wir sind jetzt hier eine Gruppe an privilegierten Menschen, weil wir haben die Möglichkeit, heute hier zu sitzen und zu diskutieren. Und dann sage ich, allein in unserer Gruppe, sage ich, okay, bei wem müsste ich jetzt die Ernährung regulieren, damit er gesund bleibt und bei wem nicht? Und wie mache ich das? Weil leisten können wir es uns. Also wenn ich mal das Thema, wer kann sich's leisten, weggib und sage, ich gehe jetzt nur mehr auf gesund und nachhaltig. Und ich sage jetzt einmal in der Runde, soll es dann regulieren oder nicht? Ich war ja auch auf der FGÖ-Konferenz, kurze Werbeanschaltung. Na, ich denke mal gerade, also beim Thema Ernährung, man kann ja sagen, also da ging es ja ganz stark auch um die Gemeinschaftsverpflegung. Ich meine, man muss ja nicht, also ich finde schon wichtig, natürlich hat jedes Individuum Freiheiten und es geht jetzt niemanden an, was ich wie, wann, wie, mit wem esse und so. Aber ich meine, man kann schon in den Schulen, in den Kindergärten, in den öffentlichen Einrichtungen einsetzen und sagen, hey, uns ist das Klima wichtig. Es ist bewiesen, dass es sowohl fürs Klima als auch die Gesundheit wichtig ist, auf das Fleisch zu reduzieren und mehr Gemüse und so. Dann kann ich mich doch als Gesellschaft da schon ein bisschen verpflichten oder halt das zum Ziel nehmen und dort ansetzen. Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie total das, also auf die individuelle Ebene da immer schaut. Und die, also, genau. Wir haben da in Litschau jetzt ein Thema aufgegriffen und da ist es einfach darum gegangen, dass in der Kinderbetreuungseinrichtung das Essen wirklich nicht kindgerecht war und auch in den in der Betreuungseinrichtung für die älteren Menschen, da teilweise das Essen auch ein bisschen bekrittelt worden ist, dass es eben nicht optimal wäre, nicht so gesund. Und ja, wir haben uns dann gedacht, vielleicht kann man da was ändern, sind aber dann drauf gekommen, dass es gar nicht so einfach ist, da was zu regulieren. Beziehungsweise, wenn man da was machen will, ganz schöne Wellen auch schlägt. Sei es jetzt
beim Finanziellen. Also das Essen soll ja doch so günstig wie möglich sein. Als auch bei den Möglichkeiten. Weil wir hier herum eigentlich froh sind, dass es überhaupt ein Essen gibt für unsere Kinder. Und dass wir nicht die Jause für die Jause und das Mittagessen auch schon selber mitgeben müssen. Und ja. Was sind die Behinderten, was behindert die Möglichkeiten? Weil du sagst, die Möglichkeiten sind begrenzt. Was wirkt da? Wer macht's? Wer macht's? Ja. Da heroben zum Beispiel, wer macht's? Na, wer macht's jetzt? Ja, die jetzt? Mütter wahrscheinlich. Also nein, die Jause müssen die Mütter mitgeben. Das Mittagessen, das war lange Zeit vom Gasthaus Weber, okay. Zum Beispiel jetzt in dem Fall. Und der hat dann gesagt, das ist ihm zu viel. Und da dann überhaupt einen Nachfolger zu finden, es war dann wurscht, ob es gesund ist oder nicht. Hauptsache, es gibt was. Ja, ganz reale Probleme. Lösen wir nicht auch dadurch Probleme, dass Menschen auf diese Probleme aufmerksam werden und dann auch Engagement entwickeln, es lösen zu wollen? Also wenn man eben betroffen ist. Also als Mensch ist man ja sozusagen ein nehmendes und gebendes Wesen. Und wenn ich wirklich die Herausforderung sehe, also nicht nur beauftragt werde, liefer uns gutes Essen, sondern wenn man eben gerade in einer überschaubaren Gemeinschaft erkennt, da gibt es Kinder, das sind ja unsere Kinder, ja, die brauchen ein gutes, gesundes Mittagessen. Und dann bringt man das sozusagen irgendwo in die Sichtbarkeit. Da sind wir ja bei der Eigenverantwortung. Und dann muss es aber natürlich aus dem Ganzen heraus finanziert sein. Es muss die Möglichkeit geben, dass es möglich wird. Und dann ist es nicht reguliert, sondern dann ist es aus der Gemeinschaft getragen und auch bewältigt. Mir fällt immer noch so auf, dass es vor allem dort immer so ein bisschen schwierig ist, oder das Thema Recht oder Anspruch oder generell so, da wünscht man sich das, wo es Bereiche waren, die vorher halt so sehr stark von Frauen in den Familien mitorganisiert worden sind. Weil niemand wird heutzutage überlegen, dass die Aufgabe des Lehrerinnenseins irgendwie zu Hause erledigt wird. Da ist ganz klar, diese Aufgabe übernimmt jemand, der es besser kann. Und nicht zu Hause. Und ich habe das Gefühl, aber bei so Themen wie Betreuung... Du hast gesagt, niemand wird auf die Idee kommen. Ich habe gesagt, einen. Ja, okay, also in sehr wenigen Fällen. Aber es ist, glaube ich, ein Grundkonsens, dass die Bildungs... dass das jemand in den Schulen übernimmt für unsere Kinder. Und in all diesen Themen aber, wo es um Betreuung der Älteren geht, wo es eben um das Mittagessen vielleicht für die Kinder geht, glaube ich, dort ist es halt irgendwie noch schwierig, weil anscheinend, so kommt es mir irgendwie... Da ist es gar nicht um die Betreuung und das Mittagessen von älteren Kindern gegangen, sondern von ab dem Einjährigen. Ja, von kleinen, genau, ja. Ja. Aber so quasi, ich glaube einfach, sowohl bei den ganz Alten als auch bei den ganz Jungen wird oft, also haben wir noch vielleicht noch nicht als Gesellschaft das Bewusstsein so, dass wir uns vielleicht so drum kümmern müssen, weil das ja immer eigentlich von den Müttern, den Großmüttern und so ja auch mitgemacht worden ist, die halt heutzutage aber auch im Erwerbsleben sind. Also, ja. Das ist wunderbar. Da sind wir nämlich bei meinem Lieblingsthema. Vollkommen richtig, ja. Es ist von irgendwem erledigt worden, im Kleinfamilienkreis, zu den Müttern, was auch immer. Jetzt soll das übernommen werden. Super Beispiel. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man sich dass gesunde Ernährung jetzt nicht im Widerspruch zu finanziellen Möglichkeiten stehen muss. Gibt sehr viele Möglichkeiten. Wenn man jetzt nicht hernimmt, dass der Papaya aus Brasilien gesunde Ernährung ist. Das schlägt an seine Grenzen. Selber als kleiner Direktvermarkter sind wir durchaus konkurrenzfähig zu namhaften Markenprodukten. Das funktioniert. Aber wenn ich das Ganze institutionalisiere, und da sind wir jetzt wieder beim Recht, und das ist auch das, wo wir mit den Vereinen so kämpfen. Jetzt macht irgendwer das Essen. Irgendwer... Super, ich kaufe das alles Bio ein und es kostet auch nicht mehr und so weiter und so fort. Bei dem Bauern, dem kocht es zusammen und gibt irgendwas. Und dann passiert einmal was. Und dann sind wir beim Recht, dann hat irgendwer Schuld. Vorher, wenn es die Mama gemacht hat, hat keiner Schuld gehabt, weil die hat die Mama gemacht, fertig aus, selbst wenn einmal was schiefgegangen ist. Alles kein Thema. Das ist institutionalisiert und dann sind wir wieder beim Recht. Das ist überreguliert und somit, und das ist das Problem, was wir in Care for Caregivers anschauen, wer greift heute nur wohin?
Wer sagt, hey, ich koche für euch? Dann musst du nachweisen, wo habe ich das her? Hat die Allergene, hat das die Kühlkette eingehalten? Da sind wir nur bei den Basics, da sind wir gar nicht bei den Allergene und so weiter und so fort. Und der darf das nicht, und der darf das nicht, der darf das nicht. Und du bist überall angreifbar, sobald du was machst. Das gibt nämlich unser Recht mittlerweile her, dass ich zumindest damit für irgendwen verantworten muss. Unabhängig davon, ob was rauskommt oder nicht. Das ist wieder eine andere Geschichte, aber es kann sehr unangenehm werden. Und das ist ein Grundübel von der ganzen Recht. Darum bin ich da ein bisschen, aber das ist das, was wir sich anschauen. Also müssen wir das Recht ändern an der Stelle? Nicht so, nicht überregulieren. Nicht überregulieren. Kann man ja, da sind wir wieder in der Bilanz den Hausverstand geben. Ja, ja. Es darf ruhig einmal was passieren, ohne dass wir Schuld haben muss. Aber das ist eine Diskussion, das geht ganz woanders hin. Aber das sind heruntergebrochen, die Probleme, was wir haben. Find heuer einen Feuerwehrkommandanten. Ganz einfache Sache, ein Feuerwehreinsatz, der Kamerad über den Echetze. Der Feuerwehrkommandant wird zur Verantwortung, wird zumindest angeklagt, hat er dafür gesorgt, ob der seine Sicherheitsausrüstung hat, hat er dies, hat er jenes. Da muss jetzt gar nichts rauskommen, aber der hat zumindest einmal 4-5 Stellungnahmen zu machen. Und dann frage ich mich, wer macht das? Und dann, wer kocht dann für die Kleinen? Nein. Wer soll das machen? Abgesehen davon, jetzt von der Ernährung, wer es macht, es ist dann auch, Gesundheit ist ja nicht nur Ernährung, Gesundheit ist ja auch Bewegung. Und es gibt vor allem hier in unserer Region im Waldviertel und Litscher Umgebung relativ wenig Angebote für Kinder. Und damit habe ich mich auch auseinandergesetzt, habe jetzt auch ein Kinderturnen eben ins Leben gerufen. Aber im Nachhinein, wenn man sich damit dann mehr befasst, ich weiß jetzt, warum es niemand macht. Weil wenn mir da ein Kind umfällt und sich das Bein bricht, bin ich schuld. Und dann schaut die Versicherung nach, ob ich überhaupt jetzt das und das Hundertste alles richtig gemacht habe, weil sonst putzt sich dann sogar die Versicherung, die ich jahrelang vielleicht sogar schon eingezahlt habe, ab, weil ich trotzdem schuld bin. Und wenn jetzt dann immer nur irgendwer anderer schuld ist, wie soll man dann noch irgendwas Gutes machen, wenn man dann eigentlich am Ende wieder der Esel ist? Es ist wirklich schwierig. Ja, aber das sind das ja auch Gestaltungsfragen. Ja? Ich meine, man muss es jetzt im Einzelnen prüfen, wo sind wirklich Hindernisse, wo sind vielleicht Vorstellungen, Ängste, die gar nicht berechtigt sind. Das kann ja auch sein, ja, in ganz diesem Bereich. Und dort, wo sie wirklich vorhanden sind, Hinderungsgründe, muss man es auch politisch sozusagen in die Debatte bringen, dass man die abbaut. Und dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn eine Kinderbetreuungsgemeinschaft von Eltern unterschreibt gemeinsam, dass jemand dafür sorgt, dass es das Mittagessen hat, dann muss das möglich sein. Also das ist auch ein Gesetz, das man so ändern könnte, dass das dann vielleicht so funktioniert. Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, dass mir jede Mutter unterschreibt, dass das da Quagwagwa und die müssen das unterschreiben, damit ich da dann abgesichert bin. Aber die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist das nicht traurig, dass das notwendig ist? Ich finde das eigentlich... Naja, wenn es sozusagen, dass man mit seiner Unterschrift, wenn es sozusagen nur das Abtreten von, aber wenn es einfach heißt, ja, wir sind damit einverstanden, wir vereinbaren uns so, ja, dass wir das so machen. Das kann man ja auch so verstehen. Ja. Man bleibt am Ende des Tages über. Also ich habe sehr lange Kinderbetreuungseinrichtung begleitet und gemacht und ich war jedes Mal froh, wenn es einfach vorbei war. Gell, Carina? weil du kannst alles sehr korrekt machen. Es passiert, du magst und es passiert was und du bist voll dran. Und dann verliert man die Lust. Genau, und wenn es Kinder abregnet, dann hast du 5, 6 Mütter, die was anrufen, was da für Drama ist, warum die Kinder das und das und das nicht mit haben. Aber gut, das ist deine Story. Ich versuche nur, aber die Alternative dagegen, also ist halt nur, dass man sagt, das sehe ich noch nicht, also das ist ja so die Alternative. Warte, nimm das Mikro. Ja. Alternative, weiß ich nicht. Ich denke, dass es schon auch eine gesellschaftliche Frage ist, eine eigenwillige Entwicklung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man vor
20 Jahren da eine, also ich kann nur sagen vom Reitunterricht, ich bin in einer Reitstunde 10-mal vom Pferd gefallen und es hat keiner drüber nachgedacht. Und das war, wenn ich ins Spital gefahren bin, hat mich niemand gefragt, ob meine Reitlehrerin dafür berechtigt war, dass ich da jetzt und hin und her. Und jetzt gibt es kaum noch Reitschulen. Das ist jetzt halt ein gutes Beispiel, weil ich da ein bisschen Erfahrung damit habe, gibt es kaum noch Reitschulen, wo Kinder normal reiten lernen. Die werden am besten festgezurrt, haben Schutzausrüstung an, Luftpolsterfolie und keiner darf mehr sich austoben, bewegen, Erfahrungen sammeln. Muss alles immer reguliert sein? Also was mir jetzt, also eigentlich könnte ich jetzt die Brücke ganz zum Anfang schlagen, nämlich redet man miteinander und nicht übereinander, weil das war im Heuer Kinderferienakademie, es hat geregnet. Manche Eltern haben befunden, man braucht anscheinend nur keine Regenjacke und dann sollen die das doch bitte, ja, Eigenverantwortung. Also wenn ich mein Kind finde, das braucht es jetzt nicht, dann braucht es halt nicht. Und dann hat das aber so zum Rennen angefangen, weil andere befunden haben, das braucht er doch. Und da hätte einfach gereicht, vor Ort fragen, ist der kalt? Brauchst du was oder passt es so? Und das hat total Fahrt aufgenommen, wegen Regen. Ja, also wir sind in unserer sehr lebendigen Diskussion jetzt schon so Richtung unserer Zeit, die wir uns vorgenommen haben. Wir müssen es ja nicht ganz genau einhalten. Und ich fand das jetzt sehr spannend und ich glaube, ich bringe jetzt noch eine markante These noch dazu, die ein bisschen in deine erste Wortmeldung geht. Wir stehen ja, du hast gesagt, Gesundheit, Gemeinschaft und Gesellschaft, du hast den dritten Begriff dazu gebracht und hast das mit der Klimafrage verknüpft. Wir stehen einer Zeit entgegen oder wir gehen einer Zeit entgegen, diesem 21. Jahrhundert, wo ich meine, noch so viele Herausforderungen auf uns zukommen werden, die noch einmal so alles in Bewegung bringen werden, dass wir das aber auch als Chance begreifen können. Und wo wir vielleicht vor Herausforderungen stehen, wo wir darüber lachen, was wir früher alles überreguliert haben. Also um es mal so anzuschauen, ja. Und wo wir dann aber nicht uns beklagen dürfen, dass es überreguliert ist oder nicht, sondern wo wir gefragt sind, neue Regulierungen, die nicht Überregulierungen sind, sondern die Ermöglichungsstrukturen bieten. Und darüber sind wir gerade die Leute, die in der Praxis stehen und die sozusagen vor Ort Erfahrungen haben, sind dann aufgerufen, in die gesamtgesellschaftlichen Diskussionen ihre Expertise, ihre Perspektiven, ihre Erfahrungen einzubringen, dass wir zu Gestaltungen kommen, zu Ermöglichungen kommen, weil wir werden in den prekären Lagen, in die wir kommen, sozial, ökologisch, in unserer psychischen Verfassung und so weiter, werden wir so viel neu erfinden müssen, dass es mit unserer Gesellschaft und mit unserem Leben überhaupt gut weitergeht, dass wir alle gefordert sind, Ideen ins Spiel zu bringen. Also wie kommen wir sozusagen in eine positive Dynamik des Ermöglichens, des Gestaltens und des gegenseitigen Unterstützens dabei und das sozusagen in einer rechtsstaatlichen Vereinbarung das Fundament zu geben. Das ist so meine Quintessenz auch aus diesem Gespräch. Und ich würde gerne so jetzt noch in eine letzte Runde gehen, wo wir alle noch mal so ein bisschen in uns gehen und fragen, was war jetzt für mich irgendwie das, was ich mitnehme, was war das, was für mich vielleicht ganz besonders gut war, und dann kommen wir vielleicht in einen schönen Abschluss. Wer mag beginnen? Darf ich das Mikro einfach weitergeben? Oder ich gebe es in die andere Richtung. Ja, genau. Aber dann hast du das Schlusswort. Also machen wir es so. Ist jetzt wirklich schon zu Schluss? Jetzt bin ich über, ich brauche noch ein bisschen, gell? Ich gebe es jetzt auch, vielleicht kann man eh noch so zickzack. Ich meine, ich fand es jetzt so wirklich schön, ich bin an diesem Ermöglichen, gell? Weil ich habe auch gespürt, so dieses irgendwie, wenn man das Gefühl hat, dass überall so Hindernisse oder so, das ist irgendwie schrecklich. Also das fand ich irgendwie schön, eigentlich auch schon. Ist jetzt aber noch kein Schlusswort. Ich muss mich noch sammeln. Ich sammle da jetzt noch gerade so. Ja, okay. So, Moment, ich gebe es nochmal dem Flo. Ich glaube, das Schöne an diesem Format, soweit ich das jetzt verstehe, noch im dritten Mal, wo ich jetzt schon teilnehme, ist ja, dass nicht jeder was sagen muss. Also man kann was sagen. Es wird da, glaube ich, keiner dazu gezwungen. Man muss auch nicht ein Schlusswort formulieren. Man kann einfach nichts sagen oder das sagen, so wie ich gerade das mal etwas sagt. Ich bin weder Jurist
Nun bin ich sehe die ganzen Überregulierungen kritisch. Ich bin selbst da in Vereinen und so aktiv und kenne das mit den Allergenen, kenne das auch, ich bin im Rettungswesen aktiv, da gibt es unglaublich viele Vorschriften, das ist auch schwierig. Diese beiden Konzepte würde ich schon einmal, das wollte ich nämlich damit gar nicht sagen. Das Recht auf Kinderbetreuung ist ein anderer Begriff vom Recht, wie diese Überregulierung bei irgendwelchen Allergenen und Unfälle bei Regenwetter. Keine Ahnung, das sind für mich zwei verschiedene Themen. Da darf man nur, weil das Wort Recht halt zufällig das Wort Recht so ist, wie es halt geschrieben wird im Deutschen, ist es ja, sind das verschiedene Überlegungen. Das wollte ich, glaube ich, da gibt es keinen Widerspruch. Danke für die Diskussion. Ich wollte zu dem Thema sagen, Erfahrungen einbringen. Ich finde es unheimlich wichtig. Erfahrungen können eingebracht werden in die Gemeinschaft, können gesammelt werden, können bewertet werden und Best-Practice-Beispiele daraus konstruieren bzw. sie dann wieder evaluieren und weiterarbeiten damit. Also so würde sich eigentlich der Kreis schließen. Praktisches Lernen würde ich dazu sagen. Ja, das war für mich auch sehr, sehr spannend und ja, ich habe jetzt viel zum Nachdenken. Ja, Dankeschön. Was ich jetzt noch interessant finde, ist, weil du gesagt hast, wir müssen neue Dinge erfinden. Ich glaube, wir dürfen auch gerne Dinge, die schon lange funktionieren, im Kopf behalten. Man muss nicht immer alles neu erfinden. Und ja, danke für das schöne Gespräch. Jetzt bin ich fertig. Sehr weises Wort. Dinge im Kopf behalten, nicht alles neu erfinden. Klimawandel gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Resilienz. Resilienz in der unmittelbaren Umgebung. Und der ländliche Raum ist der absolute Zukunftsraum. Das ist jetzt sehr, glaube ich, nicht abgehoben, wenn wir in so einer Umgebung da sitzen und da vor Klimawandel und Katastrophe und überall und apokalyptische Fantasien und so weiter. Und in Wahrheit sitzen wir im Paradies da. Da muss man sich echt zusammenreißen, dann, wo geht die Reise hin. Darum ländlicher Raum, wie wir es leben, wenn man sich einen CO2-Bilanz anschaut und kann man den Autoverkehr mit einnehmen, was bei uns einfach der Individualverkehr notwendig ist und wie man dann gestaltet, was auch immer, ist die CO2-Bilanz da, denke ich schon, ganz anders, wie es ist. Und Resilienz aus dem Grund. Wir können ganz Österreich aussiedeln. Wir können, hat einmal einer gesagt, ein Freilichtmuseum aus Europa machen, werden wir am globalen Klimawandel relativ viel bewegen. Das heißt, was heißt das für uns? In der eigenen Umgebung zu schauen. Selbst zu schauen, das fängt an bei der Kleidung. Wer auf die Idee braucht, okay. Wo kaufe ich meine Kleidung? Wie lange trage ich meine Kleidung? Wegwerfgesellschaft etc. Wann ich dort anfange. Und dann, wo kriege ich meine Nahrungsmittel her? Und das kann ich nur Kleinregion lesen. Und in der Kleinregion kann ich eine gewisse Resilienz zusammenbringen. Das funktioniert. Und das funktioniert am Land besser wie in der Stadt. Und es wird im Endeffekt, wenn alles zusammenbricht, ja, wünschen wir echt nicht. Das hat die Menschheit auch schon erlebt, ganz anders. Aber man soll nicht schwarz malen, man soll positiv in die Zukunft schauen. Am ländlichen Raum müssen wir sich darauf vorbereiten, dass wesentlich mehr Menschen herkommen und das dann nicht gut funktioniert. Jetzt war da. Ja, also ich habe das sehr interessant gefunden, dass sie ihn wirklich vorher eingebracht haben und gesagt haben, was sie ihn eigentlich wünschen, richtige Ansätze für die Pflege, weil mich betrifft es auch und eigentlich wünsche ich mir sowas auch. Und bezüglich Gesundheit allgemein ist mir jetzt noch eingefallen, meine Nachbarin hat das zweite Kind gekriegt und wir waren ca. 300 Meter, 400 Meter von der Volksschule entfernt. Und irgendwann Jahre später hat mich eine andere gefragt, na, weißt du das nicht? Und warum hat denn die hat das Mensch in Regen in die Schule gehen lassen? Die hat die nicht einmal geführt, wie es geregnet hat. Hab mir gedacht, na ja, die 300 Meter kannst du mit dem Regen schon mal gehen.
Und ich bin mit meinen drei Kindern, immer in den Kindergarten und in die Volksschule gegangen. Ich habe alle drei mitgenommen. Ist wurscht, da muss ich wirklich arg geringt haben. Und ich habe das mit drei gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, meine Kinder haben beide, die haben dann nachher immer gesagt, na Mama, wir wollen jetzt zu Fuß gehen, wir wollen nicht mit dem Wagerl drinnen sitzen. Die wollen zu Fuß gehen. Die sind das gewählt, die haben das gewusst, bei mir wird zu Fuß gegangen. Und wenn ich so anfange und dann halbwegs auch noch schaue, später, dass es nicht immer in die Schule führt bis zu Hause, also ich habe das oft wirklich gedacht, manche hätten die Kinder am liebsten in die Schule noch bei der Tür reinführen mit dem Auto. Also es war echt arg. Oder Sportunterricht auch, Nachmittag mag gehen sie noch irgend so, wie man sie das genannt hat. Ich habe meine nicht hingeschickt, weil meine haben eh in den Gartenwerk gemessen. Und die haben es am liebsten wieder nur mit dem Auto hingeführt, auch wenn sie nicht weit gehabt haben. Statt das ist daheim ganz einfach wütend los, wie es halt die Kinder machen. So fängt es an. Und dann sind sie das geweiht. Meine Kinder sind halt nicht, ich meine, in die Schule dann schau, weil das war dann das ist der Bus gefahren. Aber wenn, der Turnunterricht war auch im Ort, dann haben sie müssen heimgehen. Und da habe ich es nicht geholt und die anderen haben es geholt. Und das finde ich, da ist der Ansatz gehört noch verbessert. Dass es für alle allgemein so ist. Und nicht, dass ich so, ma, die hat ihr Kind nicht mit dem Auto in die Schule geführt. Also das finde ich erschreckend. Auf alles verzichten, außer auf Luxus. Ja. Ich habe mir auch überlegt, okay, wie soll sich die Pflege, wie soll sich die Gesellschaft entwickeln? Und ich würde mir wünschen, dass es sich so entwickelt, für jeden, so wie ich jetzt arbeiten kann. Ich kann sehr frei arbeiten, ich kann die Freiheit meinen Mitarbeiterinnen, meinen Kolleginnen übergeben. Ich sage, ihr wisst, was Thema ist, aber wie ihr das löst, so löst es. Und wenn ich jetzt an irgendwas löse auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht ganz so optimal ist, dann gibt es jemanden, wo ich hingehen kann und kann sagen, du, das war jetzt vielleicht nicht so optimal, wie lösen wir das? Und dann finden wir gemeinsam eine Lösung. Aber ich weiß, dass das, was ich mache, selbst verantworten muss, darf. Aber dass, wenn was schief geht, dass jemand da ist, der mich unterstützt. Und das ist schön. Und wenn wir das in der Pflege auch so schaffen, dann haben wir vielleicht die Verbindung zwischen Autonomie und regulativ im Sinne von, es ist wer da, wenn ich wen brauche. Ja, vielen Dank, das waren schon sehr schöne, fast Abschlussworte. Ja, von meiner Seite auf jeden Fall vielen Dank. Ich finde, es war ein sehr, sehr facettenreiches Gespräch von den von Betreuung über Kinder bis zu den älteren Menschen und wie man die pflegen. Ich finde es ein super Projekt auch mit den pflegenden Angehörigen und darauf zu schauen, wie man da über Gemeinschaft, wie man diese Gemeinschaft auch unterstützen kann und eben auch Sorgende unterstützen kann. Sowohl individuell als auch eben auch strukturell bis hin zu gesellschaftlichen Bedingungen, die es brauchen kann. Ja, vielen Dank. Ich schließe mich auch ans Danke. Also ich muss sagen, das ist ja auch das vierte Gespräch jetzt und es macht einfach so viel Spaß, diese Themen. Also wir sind dann irgendwie so, dieser Recht, das Thema war irgendwie, also diese Debatte fand ich wirklich äußerst spannend auch. Und es ist einfach so schön, wenn wir, die uns manche kennen, wir kennen einander, manche nicht, dass wir einfach so da sitzen und über so Fragen miteinander ins Gespräch kommen. Ich wollte noch nur abschließen mit dem Recht. Das war für mich einfach so interessant, dass das so unterschiedliche Wahrnehmungen waren, weil ich habe das wirklich eher als was Positives und was Fortschrittliches, dass wir uns Sachen, die uns irgendwie wichtig sind, vielleicht irgendwie gemeinsam dem quasi durch den Anspruch oder durch das gemeinsame Formulieren eines Anspruchs irgendwie mehr so uns auch als Ziel setzen, dass wir das gut hinkriegen wollen. Aber das war eben nur so ein Blick drauf und ich fand es spannend, da andere Blicke drauf zu sehen. Und ja, vielen Dank. Ja, passt schon, ja. Will noch jemand anderer, weil wir, genau, also es ist, wenn nicht, dann würde ich mich auch gerne bedanken in dieser wunderbaren Runde. Ich nehme wieder sehr viel mit. Ich fand das Wertvolle auch an dem Gespräch, wir müssen ja wirklich ins Gespräch kommen und auch über, ich sage jetzt mal, Ausgangspunkte in unserem Denken und in unseren Anschauungen, in unseren Perspektiven, von denen auch in die andere Perspektive zu kommen. Und ich glaube, dass dieses Kennenlernen von eben, wie die Laura gerade gesagt hat, ja, wir haben gesellschaftliche Errungenschaften im Recht und dann das andere, ja, diese Eigenverantwortung und
wir brauchen keine Überregulierung, dass wir das nicht als polare Gegensätze sehen, sondern als zwei notwendige Säulen, die es in unterschiedlicher Weise braucht und dass man die jeweils andere Perspektive, den anderen Blickwinkel darauf hört und kennenlernt. Das fand ich jetzt gerade bei diesem Gespräch sehr wertvoll. Und der Gedanke, dass der ländliche Raum der Zukunftsraum ist, das finde ich einfach eine sehr, sehr ermutigende und zuversichtsstiftende Perspektive, auch für unsere kommenden Jahrzehnte mit den Herausforderungen, dass wir sozusagen gewisse Einseitigkeiten, gewisse Tendenzen auch wieder überwinden können und uns auch auf anderes, auf andere Qualitäten wieder zurückfinden. Das fand ich auch noch einen sehr schönen Gedanken. Vielen herzlichen Dank für diese Runde und das war jetzt der vierte Baustein in der Kehrtour und ich weiß nicht, da wie viel das schon von diesen Kuppelgesprächen und es war auch ein sehr wertvoller Baustein. Und nächste Woche sind wir noch in Graz und jetzt gehen wir noch in See, eine Runde schwimmen vielleicht, genau. Also herzlichen Dank.